Da ist die erste Hälfte auch bereits in Position, es geht also gut voran. Romsey kommt gerade hinein in die Startmaschine, das heißt, wir warten noch auf Lips Eagle und Sound Machine. Lips Eagle in Position, Sound Machine kommt jetzt heran als letztes Pferd. Startklar, fünftes Rennen. Und Boxen auf zum Racebets.de Winterkönigin Trial. An der Außenseite Sound Machine mit gutem Start. Lips Eagle gleich dabei, auch Romsey. Weiter innen ist Flamingo Girl. Ganz innen, da kommt jetzt aber Amalita auch durch und hat hier eine prominente Position eingenommen. Sea of Love im Moment das Schlusslicht. Außen aber Sound Machine vor Romsey, dann Amalita, Flamingo Girl. Und an der Innenseite die aufgerückte Sea of Love und ganz hinten im Moment Lips Eagle. So geht's durch den Bogen Richtung Berg. Und Sound Machine hat das Kommando, eine gute Länge dahinter. Amalita, Romsey außen, dann an der vierten Position Flamingo Girl. Innen davon ist Sea of Love zu sehen und am Schluss des Feldes Lips Eagle. So erklimmen sie den Anstieg und vorne weiterhin Sound Machine. Eine gute Länge außen Romsey an zweiter Position. Dahinter innen Amalita fast gleich auf, dann Flamingo Girl mit Sea of Love und Lips Eagle. Und so erreichen sie jetzt den Schlussbogen. Vorne weiterhin Sound Machine mit Luca Delosier. Außen Romsey in Position, Amalita dahinter. Flamingo Girl versucht sich dann zu verbessern. Innen Sea of Love und Lips Eagle wird vom Ende des Feldes ebenfalls eingesetzt. Am Übergang. 400 Meter noch. Immer noch Sound Machine vorn. Romsey versucht, es kommt aber so recht nicht näher. Dahinter Flamingo Girl im Kampf mit Lips Eagle. Die beiden jetzt noch Boden gut machen können. Vorne aber weiterhin Sound Machine. Romsey jetzt packt besser an. Flamingo Girl kommt außen, jetzt aber auch auf Touren. Und jetzt wird es noch spannend. Romsey ist vorn. Romsey und innen Sound Machine. Romsey aber entführt das Rennen nach England vor Sound Machine. Flamingo Girl auf Rang 3. Dann Lips Eagle vor Sea of Love und Amalita. Und hier ist auch schon der vorläufige Richterspruch zum fünften Rennen. Im Racebets.de Winterkönigin Trial siegte die Programmnummer 2 Romsey. Auf dem zweiten Platz die 3 Sound Machine. Dritte wurde die 1 Flamingo Girl. Vierte die 5 Lips Eagle. Und fünfte die 6 Sea of Love. 2-3-1, somit der Treffer an das Quartier von Huey Morrison in Newbury. Und Siegreiter ist Gerald Mosset und die Besitzer sind die The End Our Ways Partnership and Partners. Und hier also der erste Black-Type-Erfolg für die Gaststute aus England. Wir gratulieren. Zweites Hauptereignis des heutigen Tages hier auf der Neuen Bult in Hannover. Großer Preis der Wohnungswirtschaft, ein Listenrennen für die Stuten. 25.000 Euro gibt es zu verdienen und die Distanz kurze 1.400 Meter. Sie haben es beim ersten Listenrennen des heutigen Tages mitbekommen. Da hatte ich gesagt, das Bauchgefühl sagt die Nummer 5, riskieren Sie mal einen Euro. Aus dem Euro haben Sie 44 gemacht. Dass das jetzt wieder gelingt, da glaube ich eher nicht. Sowas passiert nicht allzu häufig, aber es hat mir zumindest schon mal viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der eine oder andere von Ihnen hat auch getroffen. Jetzt schauen wir mal, wen wir hier spielen. Elegant Light, dieses Rennen ist international besetzt. Elegant Light, diese 3G Teofilo-Tochter, sie ist im Besitz von
von Godolphin, dem größten Rennsport-Imperium der Welt. Und das Pferd kommt aus Frankreich zu uns hier nach Hannover. Und der Trainer ist natürlich ein Mann mit riesigem Format, Monsieur Pontal nämlich, der hier in Deutschland und vor allen Dingen in Hannover immer großartige Erfolge erzielt hat. Und wir werden jetzt natürlich sehr gespannt zuschauen, wie es aussieht, ob diese dreige Teofilo-Tochter sich dieses Rennen schnappen kann, nach Frankreich entführen kann. Zuletzt ist man in Dieppe gelaufen, in einem Rennen, das von der Kategorie etwas unter dem anzusiedeln ist, was wir hier haben. Da war man Neunter. Zuvor hat man aber in Nantes gewonnen, auf Boden weich. Und auch in Chantilly war man schon auf Platz 2. Distanz sollte kein Problem sein. Internationaler Top-Trainer, Gast aus Frankreich. Und das Wichtige ist, den Boden kann Elegant